Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video ist eine Kooperation mit Anna vom Kanal It's Anna. Ihren Kanal und ihr Video findet ihr natürlich unten verlinkt. Und zwar haben wir uns gegenseitig 5 Clips mit Turnkombinationen, Turnübungen, was auch immer geschickt. Und die muss der jeweils andere versuchen nachzustellen. In diesem Video versuche ich, ihre Clips nachzustellen, was natürlich auch Sinn macht. Ist ja auch egal. Und in ihrem Video seht ihr dann, wie sie versucht, meine Clips nachzustellen. Also schaut da unbedingt dann noch am Ende vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ich blende euch jetzt hier mal die erste Übung ein. Und zwar ist das eine Art von Vorwärtsbogengang. Ich kann keinen Vorwärtsbogengang und es gibt noch 2 weitere Übungen mit einem Vorwärtsbogengang drin. Das ist vielleicht ein bisschen problematisch, aber ich gebe mein Bestes und probiere das jetzt erstmal. Oh mein Gott, wie krass ist das bitte? Ich habe einfach gerade eben innerhalb von, keine Ahnung, 3 Minuten diese Art von Vorwärtsbogengang gelernt. Ich weiß, das sieht nicht schön aus, aber ich konnte es davor nicht. Habt ihr ja auch gesehen. What the fuck? Okay, machen wir weiter mit der nächsten Übung. So, die nächste Übung blende ich euch wieder hier ein. Und das ist jetzt ein richtiger Vorwärtsbogengang. Kann ich auch nicht. Und dann in Spagat rutschen. Spagat kann ich, das ist schon mal vorteilhaft. Probieren wir es wieder. Fucking one horse in the carriage, but you never could imagine. Never thought you could have it. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert als gerade eben, aber ich habe es geschafft. Ich bin zwar beim Spagat dann ein bisschen herumgewackelt, habe die Balance verloren, aber ignoriert das einfach. Das hier ist die 3. Übung, also ein Spagat im Handstand und das kann ich eigentlich auch. Das habe ich eigentlich relativ einfach geschafft. Mal sehen, wie es mit der nächsten Übung aussieht. Die 4. Übung ist jetzt ein einhändiges Rad in Kombination mit einem Rückwärtsbogengang. Einzeln kann ich die eigentlich ganz gut so, also Rückwärtsbogengang eher nicht so gut, aber ja, dann probiere ich es mal in Kombination. Da waren jetzt ein paar dabei, die waren vielleicht nicht so gut, aber das eine war auch mit dabei, das einigermaßen gut war. Die letzte Übung ist eine Radwende mit einem Vorwärtsbogengang dann wieder zurück sozusagen. Radwende kann ich, Vorwärtsbogengang so mäßig. Wie ihr wisst, ich habe ihn gerade erst gelernt. Sorry, ich glaube, diese Übung schaffe ich leider nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich habe heute 2 neue Sachen gelernt.
die so auf dem gleichen beruhen. Aber ja, das ist echt anstrengend. Und deswegen schaut jetzt unbedingt bei Anna vorbei. Findet ihr unten verlinkt und jetzt auch beim i. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, mache ich gerade eine Videowoche. Von Montag bis Sonntag. Und ja, dann kommen wieder normal jeden Sonntag Videos. Ich habe noch keine Ferien leider. Aber die meisten von euch haben Ferien. Deswegen habe ich die Videowoche in meine letzte Schulwoche verlegt. Und ja, genau. Also, ganz viel Spaß noch in euren Ferien und tschüss!